Wenn wir Dein Kaffee ist da, schön. Das ist Campino. Und wo ist Andi? Andi kommt noch. Von Deutschlands zähester Tanzkapelle, die Toten Hosen. Ja, wir machen das wie cool, wir sitzen das aus. Ihr seht, was, die ganzen Jahre? Ja, sicher. Ihr riecht so, als sitzt ihr nicht, sondern als ob ihr euch ziemlich bewegt. Es gibt tausend Gründe, sagt mir einen, auf dieses Land Schönen stolz Dank, zu sein. Ja, ein Grund wäre unser guter, alter, ordentlicher, deutscher Kartoffelsalat. Also der ist aber doch von Region zu Region sehr verschieden. Ich aber zum Beispiel bevorzuge den nordrhein-westfälischen. Ja. Ja? Deutsches Brot ist gut. Deutsches Brot, also im Vergleich zu Europa irgendwie diese Weißbrotscheiße, kann ich überhaupt nicht leiden. Fortuna Düsseldorf ist ein Grund. Es gibt Fortuna also Düsseldorf, ja.
da, ihr sprecht ein heikles Thema an. Ich habe nämlich sehr lange überlegen müssen, worüber ich mit euch rede, weil eure Hobbys sind irgendwie Fußball, Alkohol und Angeln. Und das waren alles nicht so meine Sachen. Aber ich hab, Alkohol ist kein Hobby von uns, das will ich direkt mal sagen. Ihr seid gegen Alkohol. Das habe ich nicht gesagt. Moment mal, also ich finde, dass Menschen, ja, die sich täglich besaufen, die sind harmloser als Menschen, die täglich in die Kirche gehen zum Beispiel, ja? Also das finde ich nicht. Doch, das ist irgendwie, würde ich sagen, das ist meine Meinung dazu. Mehr möchte ich zu Alkohol so nicht sagen. Also pass auf, ich sag dir aber jetzt mal, was ich gefunden habe und was mich sehr erfreut hat. Du hast nämlich mal einen Fragebogen in so einer Münchner Popzeitung ausgefüllt und da hat man dich gefragt, wen du gerne mal kennenlernen würdest. Und da hast du gesagt, Rita Süßmuth. Das ist richtig. Warum? Weil sie in Bezug auf die Kondome also voll auf derselben Wellenlänge war wie wir. Sie ist zwar ein bisschen spät drauf gekommen, aber bei uns in der Jugenddisco in Mettmann, da musste man ja auch früher drauf kommen als in Bonn im Bundestag. Hör mal, das erstaunt mich, weil die meisten jungen Männer, die ich kenne, die kennen gar keine Kondome. Also jetzt haben sie die gerade kennengelernt. Wir haben schon mal einen eigenen entwickelt. Ja. Damenbar hieß der. Damenbar. Haben das wir selber getestet und das war also noch lange vor AIDS. Da fanden wir, aber schon war Hygiene wichtig und das Kondom war zu der Zeit ja irgendwie verbannt von den Toiletten. Also das wurde versteckt. Die Pille konnte man offen hinlegen und das Kondom nicht und das fanden wir doof. Also und ihr habt die dann auch verteilt bei euren Konzerten, ne? Ja, wir finden also, das ist eine ganz wichtige Sache. Kondome, die sollten umsonst sein. Zahnpasta sollte umsonst sein zum Beispiel. Es gibt mehrere Sachen. Kondome sind da ganz wichtig. Wir haben damals unser Ding selber kreiert und fanden es aber dann auch irgendwo langweilig. Als wir das tausendste Ding eingetascht haben, da haben wir gesagt, so geht es nicht. Ein bisschen Spannung soll schon sein. Und dann haben wir angefangen, jedes zehnte ein Loch zu machen. Und plötzlich wollte man uns nicht mehr unterstützen von der Firma, ja. Wir haben jetzt ernsthaft eine Alimenteklage am Hals, ne? Tatsächlich. Ja. Und wie sehen die Chancen aus? Wir leugnen alles, also wir haben damit nichts zu tun. Das habe ich mir gedacht. Der Herr Vogel, der hat so gelächelt, als ihr gespielt habt. Und dann habe ich mir überlegt, ihr macht doch öfter so Partyservice auch bei Leuten. Wenn der Herr Vogel jetzt mal eine Party feiert, würdet ihr auch bei dem spielen? So wie bei Jan Albrecht? Also das ist nicht gegen den Herrn Vogel so persönlich, aber aufgrund von schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben, würden wir nicht mehr zu prominenten Leuten gehen, wo das irgendwie die Gefahr hat, dass diese Sache in die Öffentlichkeit käme. Wenn wir auf Partys spielen, dann ist das kein Promotion-Service, sondern wir machen das aus Spaß an der Sache. Und wir wollen das hauptsächlich mit Leuten machen, die sich wirklich drüber freuen und die das nicht für eine Pressegeschichte benutzen wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Herr Vogel lieber den Klavierspieler von da drüben einladen würde. Herr Vogel, stimmt das? Würden Sie lieber den Gottfried haben als die Toten Hosen? Das kommt sehr auf die Gelegenheit an. Also ich finde, vielleicht sollten Sie mal Herrn Albrecht anrufen und vielleicht überlegen Sie sich dann anders, ob wir noch kommen sollen. Würde der Herr Albrecht euch denn noch mal einladen wollen? Hat der euch überhaupt eingeladen? Er selber fand das eine weniger gute Idee und das hat er uns auch deutlich zu spüren gegeben. Ja, ihr sollt ja auch mit seinem silbernen Teller rumgespielt haben. Die war nicht silber. Das haben wir auch erst nachher gewusst. Ja, es ist so, weil Wölli ist ja ein alter Diskuswerfer aus seinem Verein und als die Stimmung so wirklich auf dem Höhepunkt war, da hat er gesagt, Jungs, das ging so damals. Ja, zu spät. Ne? Ich habe noch versucht, ihn festzuhalten. War Teller nicht. Teller oder Wölli? Beide, in gewissen Sinn beide. Wölli ist dann ab in diesen Landstuhl reingefallen. Es waren original Ammerländer. Angeblich, sie sind gelackmeiert worden. Der war ja gar nicht richtig festgeschraubt. Aber naja, und dann der Teller war eben von der silbernen Hochzeit. Und das war nervig, hätte ich auch verstanden. Ich wäre auch sauer, wenn mein silberner Hochzeitsteller kaputt wäre. Ja. Sag mal, wenn Albrecht den geworfen hätte. Ja, der dürfte das nicht. Deinen silbernen Hochzeitsteller. Nee. Ja, der dürfte kann noch nicht mal den Plastiknaht von meiner Katze wirft, der noch nicht mal da. Obwohl ich ja mit Fußball nicht so viel zu tun habe, hat mich doch eine Geschichte interessiert, dass ihr nämlich auf euren Konzerten, ihr habt ja jetzt eine lange Tournee hinter euch gehabt, da habt ihr immer eine Mark extra genommen, weil ihr Fortuna Düsseldorf einen neuen Spieler kaufen wollt. Ja, das ist haben richtig. Haben die einen zu wenig oder wie? Ja, als wir sie haben mehrere zu wenig, ja, sie haben mehrere zu wenig. Als wir die Tour gestartet haben, da war Düsseldorf noch ein graues Mäuschen in der zweiten Bundesliga, ziemlich im Mittelfeld. Und wir haben gesagt, wir können uns das nicht länger leisten, aus einer Stadt zu kommen, wo Zweitliga-Fußball gespielt wird. Wir versuchen, in die erste Liga zu kommen und Fortuna soll das auch versuchen. Und wenn wir zurzeit mehr Zuschauer haben als die Fortuna, haben wir uns damals gesagt, dann versuchen wir eben da irgendwas zu machen und zapfen von jeder Konzertkarte eine Mark für die Fortuna ab.
Und jetzt ist es passiert, dass wir aufgestiegen sind und wir hatten eine riesen Party. Wir haben uns sehr gefreut und wir meinen nichtsdestotrotz, die Fortuna hat das Geld umso nötiger, um oben zu bleiben in der nächsten Saison. Ja, jetzt haben die, sind die aufgestiegen ohne einen neuen Fußballer. Ja, ermutigt durch das Gerücht, dass ein neuer kommt. Und zum Lohn werden wir die Sache aber jetzt auch über die Bühne bringen, ist klar. Konkurrenzdenken in der Mannschaft los. Ne? Dann heißt es, es kommt ein Neuer und jeder hat Angst um seinen Posten. Und dann sind die auf einmal gelaufen. Plötzlich hören sie alle tote Hosenschallplatten. Wie viel Geld ist denn da zusammengekommen? Ja, es sind 150.000 Mark zusammengekommen. Das reicht also locker für einen guten Nachwuchsspieler. Ich sag nur mal, für die Kenner hier, Breitzke hat nur 30.000 gekostet und mit so einem wären wir schon zufrieden. Ja, was und, machen die denn jetzt mit dem Geld? Geben die euch das wieder? Nee, die suchen jetzt, da kommen mehrere Spieler zum Vorspielen und an, wenn sich die Fortuna entschieden hat, dann gehen wir da hin und sagen, ja, ist in Ordnung. Wir legen dabei auf mehrere Sachen Wert, also es sollte kein Tothosen-Fan sein, soll anders sein als wir, soll nicht mit uns zu tun haben, soll bitte nicht auf unsere Konzerte gehen und nicht so leben wie wir. Damit er der Fortuna noch lange erhalten bleibt. Ja, wir sind uns nicht richtig sicher. Irgendwo sind wir ja auch böse, dass jeder Fußballer immer nur Peter Maffay hört oder so. Da kann ja nichts draus werden. Aber ja, da habt ihr doch mal Plakate für geklebt. Ja, Plakate in der Not. In der Not frisst der Teufel. Also hör mal, nun muss ich aber wirklich sagen, ihr klebt Plakate für Peter Maffay, um euch Geld zu verdienen? In der Not frisst der Teufel fliegen. Das haben wir immer schon gesagt. Und ich habe auch schon ein paar aufgeschoben, deswegen, also aufsammeln auf dem Hof. Deswegen ist irgendwie, heißt es nicht, dass ich den Supermarkt gut finde. Ja, da hast du auch recht. Oder? Ich danke außerdem, euch schön. Wir haben keine Moralvorstellung irgendwie. Was die Agentur sagt, das machen wir auch. Das ist ordentlich. Und wir kriegen das schon gebacken, solange das Geld stimmt. Hör mal, was mich ja wundert, ist, dass ihr ja wie jeder normale Schlagerfuzzi hier auch nur Playback spielt. Ja, wir waren lange darauf angewiesen, ne? Weil die Studiomusiker nicht immer dieselben Termine frei hatten, um sich hinter den Vorhang zu stellen. Und irgendwann haben wir aber gesagt, wird es peinlich, immer mehr Leute fingen an, das zu merken. Und wir haben uns also jetzt gesagt, vor einem halben Jahr, wir müssen wirklich selber lernen zu spielen. Geübt, ja? Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir heute zum ersten Mal also wirklich präsentieren können, wie gut wir wirklich sein können, wenn es live ist. Weil da kommt ja die Power erst rüber, ne? Da bin ich ja mal sehr gespannt. Und ich sag vorher, also das ist ein Stück Kultur. Wir alle kennen sie hier, die vier aus Liverpool, John, Paul, Alfred und Leslie, genannt The Beatles, und auch wir bringen es, I Feel Fine, ja? Da kann man so gar nichts zu sagen, weil wir in Litauen waren. Und die sondern sich sehr davon ab irgendwie. Die sagen nicht von sich, dass sie Russen sind und auch gar nicht, dass sie irgendwie was mit Moskau am Hut haben. Aber immerhin durften sie das sagen. Aber sie durften das irgendwie zum ersten Mal seit langer Zeit sagen. Aber also sagen wir mal, es gibt auch, also wenn man dann durch so ein Land fährt, ist natürlich anders. Also da kriegt man von großer Politik nichts mit und was man mitbekommt, ist das, was die Leute da angeht.
zum Beispiel, dass alle Alkoholiker irgendwie auf dem Zahnfleisch gehen, weil es kein, weil der Wodka rationalisiert wurde und Schlangen vor den Geschäften stehen von 400 Metern. Ja, sowas fällt einem auf, mir scheißegal, was er mit Perestroika sonst erzählt, aber das fällt einem dann auf, wenn man dann da ist. Was gut war, ist, dass so ein Konzert überhaupt stattfinden konnte. Das heißt, da waren an zwei Tagen 10.000 Leute, die sich westliche und russische Bands angeguckt haben und das auch konnten. Und wir konnten auch dahin fahren. Also wir haben schon wesentlich schlechtere Erfahrungen gemacht, sei es in der Tschechoslowakei oder auch in Frankreich oder so. Also jetzt ohne Wertung als in Russland. Man muss nur am Wasser aufpassen. Ich hatte aber auch, bevor ich in Russland war, nie Angst vor dem Russen. Ich hätte mehr Angst vor der Polizei oder so. Ja. Wo? In welchem Land? Auch hier, na gerade hier. Beim Blumenkästen umtauschen, was weiß ich. Wenn ich mal abends zu laut die Musik aufgedreht hatte, die kommen ja dauernd hier vorbei. Aber das ist eine interessante Frage, Bennett. Können, also Sie haben das eben nur andeuten können, aber Sie haben natürlich viel geleistet für die Freundschaft, die gerade auch von der CDU ja in gutem Licht präsentiert wurde, eher so ein kleines Kuckucksei ist. Denn man hat ja über Jahrzehnte irgendwie diese offene Politik zum Osten hin verpönt und verhöhnt. Und jetzt schließt man sich der Sache an. Und was machen die jetzt eigentlich mit dieser Armee? Denn die Armee, die klappt nur, wenn sie ein Feindbild hat. Und die redet ja sonst eigentlich nur über den Russen irgendwie. Das weiß ich selber. Und was machen all diese Tausende von jungen Menschen, die jetzt ziellos ihre Gewehre reinigen sollen? Und vielleicht, ja, aber vielleicht kann man sie ja noch zur Hafenstraße schicken oder nach Kreuzberg, wo die Türkei sich ja nach vorne verlegt oder irgendwie, da kann man vielleicht noch was kummeln. Das ist aber ein Europawahlkampfschlager der CDU. Hafenstraße, nein, Europa, ja. Also damit ist es ja gesagt. Also Sie haben schon das neue Feindbild. Das ist die Hafenstraße. Also ein Feindbild wird auf jeden Fall geschaffen werden, denn die Jungs müssen weiter marschieren. Die kann man ja jetzt nicht stehen lassen. Warum soll es keine Feindbilder geben? Wir haben ja unheimlich viele Möglichkeiten. Also die eine Hälfte der Deutschen mag Kohl nicht und da lässt sich bestimmt was draus machen. Die andere sagt, dass die Sozialisten mit den Radikalen zusammengehen und die sind also auch ganz verdammte krumm. Ich meine, das wäre eigentlich mehr dein Thema, also das wird, da wurde überhaupt noch nicht drüber geredet. Vielleicht geht es ja auch um Geld, wenn man sich überlegt. Also die Amerikaner würden es wahrscheinlich schwer haben, in der DDR einen McDonald's zu öffnen. Und insofern könnte man sich natürlich überlegen. Das kriegen die auch noch hin. Ja, also dann brauchen wir, aber die Soldaten hier nicht mehr. Und das ist ja dann sinnlos. Glauben Sie, dass die Soldaten gerne hier sind? Das habe ich nicht behauptet. Alle die Armies haben einen Heimweg, außer mir. Das glaube ich. Die möchten nach Hause gehen. Die Soldaten möchten immer nach Hause gehen, egal wo sie sind. Genau. Das ist vernünftig, ne?